Neues machen, oder wie? Ja, wir können was Neues bauen. Wir können auf jeden Fall eine Fahne vorne vorsetzen. Oder wir setzen so ein... Machen wir das davor. So. Wo war ich gerade dabei? Ach ja, ich wollte die Straßen upgraden. So, machen wir mal erst... So. So. Das, 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 das und hier das Stück, das Stück, das Stück und das Stück. Ich wollte das vergessen, weil ich es mal gleich noch hoch. Jetzt ist es natürlich gerade wieder dunkel, wo ich upgraden bin. Super, dann kann man natürlich erkennen, ob ich schon geupgradet habe oder nicht. Mal wieder den perfekten Zeitpunkt dafür. Hauptstraße ist das schon. Das wird das hier. Das hier. 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 Da. Und hier noch ein Stück. Und hier noch ein Stück. So. Aber jetzt war alles perfekt. Das Stück haben wir noch. Und hier haben wir noch ein Stück. Da. 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 Da haben wir noch eine Zwischenstraße. Und hier haben wir noch so ein Verbindungsteil. Okay. Was können wir jetzt noch machen? Wir können jetzt auf die Hauptstraße gehen. Die Hauptstraße zu hoher Dichte und zu mit Straßenbahn funktionieren. Okay, letzten Monat haben wir nicht so viel bekommen wie sonst. Wo haben wir jetzt ein bisschen weiter? Naja, egal. Da haben wir schon. Da muss noch. Und da muss noch. Warum ich das jetzt mache, ist ganz einfach, weil ich baue jetzt gleich noch das Straßenbahnsystem hier rein. Da müssen die Leute sich wieder beschweren, dass wir hier keine öffentlichen Verkehrsmittel haben. Dann haben wir nämlich die Notstation, dann haben wir hier gleich die Straßenbahnfunktion. Dann baue ich gleich noch so eine Busstation hier hin. Und dann sollten wir schon mal auf die Bedürfnisse der Bürger eingegangen sein. Theoretisch könnten wir jetzt die ganzen Straßen auch schon auf hohe Dichte umfunktionieren, aber ich glaube, noch ist das gar nicht nötig, oder? Aber wir brauchen viel mehr Industriegebiet mittlerweile. Aber wo? Machen wir heute noch eine Ecke Industriegebiet? Machen wir heute noch eine Ecke Industriegebiet? Wir haben ja sonst nichts mit zu tun. Hohe Dichte. Ja, machen wir es. So. So. Hier können wir nicht dran, ne? Hm. Dann machen wir noch so und so. Und dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen was. Das wird dann alles noch zum Industriegebiet hier. So, bitte sehr. Viel mehr kann ich da eh nicht draus machen. Dann habt ihr euer Industriegebiet, was ihr euch noch gewünscht habt. Toll, neue Mobilnutzung für die Reichenstadt. Luxus-Eigentumswohnung jetzt im Bau. Was, wir sind schon bei Luxus? Aber wir haben noch gar keine... Okay, doch, wir haben die Straßendinger hier. Oh, wir haben auch schon mittlerweile eine recht hohe Nachfrage an... den hohen Einkommensdingern. Gut. Wenn ihr wünscht. Ist ja wirklich gut im Bau hier, die Stadt. So, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Berater für Arbeitnehmer. Geist hat freie Arbeitsplätze und eine Einkommensschicht. Nutzen Sie die Wand der Region, bla bla. Da würde ich eigentlich keinen von abstellen. Da würde ich eigentlich auch wenig von abstellen wollen. Gratis zusätzliche medizinische Fahrzeuge. Polizeiwagen. Geschenkt. Mache ich nichts hiervon.
Aber was ist denn hier schon wieder? Schon wieder ein Upgrade fürs Klinik hier. 6 Stunden. Haben sie ja jedes Mal über mehrere Stunden. Oh mein Gott. Der Grundstückspreis ist niedrig. Aber die bauen trotzdem so ein fettes Ding hier hin. Warum protestieren die jetzt? So, bitte. Was habt ihr denn? Was ist hier der Grund zu wohnen? Was ist das denn? Okay, zweimal gleich. Was ist denn mit der Zufriedenheit? Gucken wir nochmal. Zufriedenheit Bürger. Und obere Einkommensschicht hat... Untere Einkommensschicht. Wir brauchen mehr Geld. Zu viele Verletzte. Mittlere Einkommensschicht. Zu viele Keime. Obere Einkommensschicht. Habe ich gar keine Info zu. Also die untere Einkommensschicht braucht... kriegt weniger Steuern. So, bitte sehr. Jetzt müsst ihr da zufriedener sein. Zufriedenheit steigt auf jeden Fall. Mittlere Einkommensschicht bei dem Gewerbegebiet. Wir haben zu wenig Kunden. Mit den Touristen machen wir richtig Geld. Wir haben zu wenig Kunden. Obere Einkommensschicht gehen wir da gar nicht. Wir wollen Abnehmer, die wir liefern können. Wir brauchen Arbeiter. Okay, okay. Die Stadt floriert. Allen gefällt's hier mittlerweile. Dichte der Gewerbegebiete geht momentan immer mehr in Richtung Mitte. Dichte der Wohngebiete geht auch ein bisschen mehr Richtung Mitte. Industrie ist noch geteilt, sagen wir mal. Gut. Vielleicht können wir das nächste Upgrade fürs Rathaus machen. Das Bürgermeisterhaus. Ja. Kannst du mir sagen, warum? Ich muss hier den Grund zu wohl mieten, immer noch. Brauche ich mal runter auf 10%. Unter 10% gehe ich nicht, Freunde. So. Was können wir denn noch bauen jetzt? Bauen, bauen, bauen. Wir können die Straßen jetzt weiter upgraden. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Weil hier sehen wir zum Beispiel einen extremen Stau. Das hat sich gelohnt, wenn wir alles auf hohe Dichte machen. Machen wir erstmal die Querstraßen komplett. So, du. So, damit sollte die Dichte maximal erhöht sein. Fertig bin, kommen dann die Längsdinger dran. So, fangen wir dann mal da an. Hohe Dichte, hohe Dichte, hohe Dichte und hohe Dichte. Hier dasselbe, hoch, hoch. Da habe ich schon, dann hier. Hohe Dichte, hier muss noch. Da muss noch, da muss noch. Und da habe ich schon. Gut, machen wir hier weiter. Fangen wir hier auch mit den Dingern hier an. Da haben wir schon. Da haben wir schon. Da haben wir schon und hier noch. Perfekt, jetzt noch die runtergehen. So. Die Straße und da müssen wir die Straße kurz machen. So, die da noch übrig. Die ist noch übrig. Und die ist noch übrig. Gut. Haben wir hier die Ecke noch? Die ist schon auf hohe Dichte. Die auch. Sind die alle schon auf hohe Dichte? Scheint so. Dann ist ja okay.
der Mitte staut sich der Verkehr immer noch massig, deswegen möchte ich gleich mal für die, die da in der Mitte fahren müssen, dann gleich mal die Straßenbahn einrichten. Sieht nur so ein bisschen merkwürdig aus, ist aber ganz normal. Gut, die Brücke. Machen wir mal eine St. Arcus draus. Dann wieder mit hoher Dichte. Machen wir auch mal eine St. Arcus drauf. Die auch mit hoher Dichte. Ich mache mal überall eine hohe Dichte. Ja. Alles schon hohe Dichte. Hier muss noch. Hier ist schon. Okay, dann fangen wir jetzt mit denen hier an. Hohe Dichte. Das und das. Da muss noch. Da. 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 Ist der Brandserie kein Zufall. Das sind alles Nachrichten, die man schon kennt. Aber immer wieder erschreckend, dass wir hier tatsächlich irgendwie Brandstifte in unserer Stadt haben sollen. Das kann nicht wahr sein. Aber wir haben ja schon so Polizei, die sollte sich ja darum kümmern können. Wir haben ja extra einen kleinen Gefängnistruck dafür. Und so viele Leute. Oh, Stärkungsbogen sorgen hier für bis 50.000 Einwohner in ihrer Stadt leben. Oh, so viele haben wir schon. Hat ja geklappt, meine Theorie. Na, mein Plan. Ich wollte viele Einwohner und ich habe es geschafft, viele Einwohner zu kriegen. Oh, das Ding habe ich noch gar nicht. Warte, machen wir dann jetzt mal. Das hatten wir alle schon. Fangen wir da an. Hoch. Schon. Ruhrdichte, Ruhrdichte, Ruhrdichte. Ja. Die Reihe haben wir komplett. Die Reihe haben wir auch komplett. Hier haben wir was. Das ist gerade noch hier am Upgraden. Hier haben wir auch. Das heißt, es fehlt nur noch der Rand. Also das Stück. So, damit sollten jetzt alle Straßen geupgradet sein. Ich habe schon bloß keinen Platz gefunden. Schatz, dann muss ich halt daheim bleiben. Ja, Schätze, dann muss ich halt daheim bleiben. Ich kann schon wieder das Rathaus upgraden. Dann upgraden wir das mal. Nehmen wir die Statue hier. Und packen die. Mal hier in der Mitte. Am nächsten Mal wollen wir uns die Fahne und der Rest geht ja nicht, oder? Hätte die Sympathierate von mindestens 80% aufrecht, hier haben wir die ganze Zeit nur 75%. Kommen unsere Bürgermeister wieder viermal aus. Achso, die drei Dinger hier hinten, oder die ganzen, die vier Dinger und dann am Ende das hier hinten alles, kriegen wir wohl erst, wenn wir die hier alle haben. Danach kriegen wir die vier. Und danach kriegen wir die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dinger. Okay, so oft kann man das also upgraden. Wunderbar. Was ist unsere Wasserversorgung? Ist die noch ausreichend? Das ist immer noch mehr als ausreichend. Abwasser wird langsam schon ein bisschen enger. Strom ist immer noch mehr als ausreichend. Müll wird langsam schon eng. Ja, wie viel kostete das? 11.000. Was ist denn was? Machen wir so, die Müllhalde kommt weg. Das ganze Geld, was wir uns hier gerade aufgespart haben. Damit holen wir uns hier eine fette Recyclinganlage. Okay, warte mal. Oh nein. Jetzt habe ich deine Straße zu viel weggerissen. Okay, Recyclinganlage. Und so. So, upgraden. Was brauchen wir denn alles? Das ist
Wiederverwertungsanlage für Plastik. Wiederverwertungsanlage für Metall. Leichtmetall wieder für Bandage. Wiederaufbereitbare Materialien zu wertvollen Legierungen, um den Transport zu Großprojekten, Handelsdepot oder um lokalen Industrie liefern zu können. Okay, machen wir einmal. Wo kann das denn dran? Das kann nirgendwo dran, das ist geil. Was ist du für Dinger? Garage für Wertstoff, Dinger. Ach, warte mal, heißt das... Ach nö, heißt das so ein Recyclingzentrum ersetzt gar nicht die Müllhalde? Heißt das, ich habe jetzt gerade umsonst abgerissen? Na gut, die Kläranlage. Wenn wir gerade dabei sind, hallo. Aha. Warte. Warum steht hier, dass ich es bauen kann, aber dann geht's doch nicht? Verwirrt mich jetzt, egal. Sollte ja erstmal genügen. Recyclinganlage verwenden. Natürlich zum Tod ärgern jetzt. Dann habe ich gerade quasi Geld verschwendet. Erhöhen Sie die Sammelrate beim Recycling nicht einzusetzen. Sammelrate erhöhen ist immer gut. Okay, das geht gar nicht. Das geht. Das geht auch nicht. Aber das geht. Das geht. Das. Das. Und okay. So. Was macht ihr eigentlich? Ah. Was machst du? Verwertungsanlage für Metall. Könnte ich das denn theoretisch dran bauen, wenn es gehen würde? Verstehe ich nicht. Ist ja nicht mal so ein blauer Punkt, wo es dran baut. Und hier ist auch kein roter Punkt. Roter Punkt heißt ja, dass es nicht geht. Blauer Punkt heißt, dass es geht. Okay, dann warte mal kurz mit der Entsorgung. Verdienen Sie zusätzlich die Wirtschaftung auf der Städte ab. Dann muss ich so ein Mülldepot nochmal neu bauen. Und dann baue ich es dieses Mal hier rein. Geht ja nicht anders. So. Müllabfuhr. Bearbeiten. Wir brauchen so ein Ding. Jawohl. Und wir brauchen noch so ein Ding. Jawohl. Und wir brauchen Müllwagen. Einen. Noch einen. Schneller Geld verdienen. Wir brauchen auch noch einen Müllplatz. Also erhöhe ich das hier mal. Und baue da noch einen neben. Da geht keiner hin, ist ja auch egal. So. Geld. Danke. Noch ein Müllwagen. Noch ein Müllwagen. Dann kommt da noch einer hin, noch ein Müllwagen. So. Zwei Müllwagen können wir noch, also warte ich noch einmal ab, dann können wir noch zwei Müllwagen bauen. Dann können wir hoffentlich hier alles leeren. Und die Recyclinganlage ist jetzt vollkommen umsonst da, wir haben zwar 30 Milliarden Leute, die was abholen können. Aber irgendwie nichts, was da was hilft. So, okay. Gut. Müllabfuhrdienst für Nachbarn verfügbar. Was ist mit Strom? Strom hatten wir genug. Ja. Wasser haben wir auch genug. Am Wasser haben wir jetzt auch wieder genug. Dieses Ding hier macht eine gute Arbeit, wenn ich an meine andere Stadt denke. Wo wir jetzt mittlerweile sechs von den Dingern, also sechs von den normalen Dingern stehen haben und die immer noch nicht damit fertig werden.
Das ist schon ein Bereich, wo wir schon wieder upgraden. Das geht aber auch immer schnell hier. Ja, juhu, Fahne. So, haben wir denn, wo wir gerade beim Thema Upgraden sind? Polizeiwache, wie sieht's denn aus? Stelle ich nochmal ein Polizeiauto neben. Sollten wir aber genug haben. Was ist mit der Feuerwehr? Kann ich auch hier gucken. Feuerwehr, 2 von 2 gelöschten Bränden pro Tag. Das ist wunderschön. Tote pro Tag. Wir haben 28 von 57 verletzte Sims versorgt. Was? Wir passen hier rein. Wir haben eine Aufnahmekapazität von 125 und es sind nur 42 in Behandlung. Mit anderen Worten, perfekt. So, Bildung. Das wird dann unsere nächste Aufgabe sein. Oh. Apropos Bildung, kein Wunder, dass die hier unten sich alle nicht upgraden. Wir haben hier unten gar keine Bushaltestellen. Ja, und da noch eine hin. Ach, apropos. Die habe ich hier auch alle noch nicht wieder gesetzt. Gut, dass ich da gerade mal gucke. Das erklärt natürlich das Problem, dass ich vorhin mich gewundert habe, warum wir so wenig Schüler in der Schule haben. Das könnte eine mögliche Erklärung für das Problem sein. So, und da noch eine hin, so. Okay. Jetzt kommen wir zum Thema Transportmittel. Arkologe freigeschaltet. Arkologie jetzt möglich. Was ist ein Arkologe? Und wo kann man das bauen? Ist hier ein Arkologe? Nö, hier ist nur ein Handelszentrum. Das haben wir ja schon. Hier ist so ein Ding. Hier ist sowas. Was ist das denn? Ein Messegelände? Profistadion. Die ganze Profistadion sind bei einem Event für mehr Touristen und Einkünfte. Bereiten Sie die öffentlichen Transportmittel auf die Hereinstellung schon. Ja, holländische Windmühle. Oben der Vierspinner. Arc de Triomphe. Equipo Compan. Empire State Building. Club Theatre. Kölner Dom. Kölner Dom baut, oh mein Gott, ist der groß. Der ist zu groß. Theater müssen wir bauen. Washington Monument. Willis Tower. Okay. Das erhöht natürlich die Touristen pro Tag, ne? Davon können wir 3 Stück in unsere Stadt bauen. Also von diesen ganzen Sehenswürdigkeiten hier. Gut, gehen wir aber erstmal auf Glücksspiel. Tourne Spielhalle. Und zwar kommt unsere Spielhalle im Moment erstmal. Was kann ich hier mit dir machen? Wir können hier ein Casino-Leuchtschild hinbauen. Wir können hier auch ein Casino-Leuchtschild, so eins oder so eins. Das mit Fallen. Das mit dem komischförmigen Etwas, das ich nicht weiter beschreiben möchte. Und Kartenspiel, ja, dann nehmen wir das standardmäßige Ding hier, ne? Ey, wir machen Werbung, so. Was ist das hier? Günstige Zimmer, schöne Zimmer, Münzautomaten, Blackjack-Tische, Comedy Club, eine Lounge. Okay, machen wir mal sowas hier drauf. Kann man sowas bauen? Nein. Können wir Münzautomaten, die gehören natürlich dazu zu so einem Casino. Noch dazu, Blackjack-Tische haben wir.
Comedy Club. Comedy Club gehört für mich nicht dazu. Wir übernehmen stattdessen Blackjack-Tische. Kommt hier hin. Und eine Lounge ist auch wunderbar. Die kommt dahin. So. Momentan macht das noch miese. Ich hoffe aber, dass das demnächst mal Profit macht oder Profit bringt. So, wir haben bislang nur den Bootsverkehr. Dann gehen wir mal auf Spezialisierung von Zügen. Der Zug ist da oben. Das passt doch, dann bauen wir das einfach mal hier hin. Dann verbinden wir die Straße mit der Ecke da. Okay, dann bauen wir es einmal so. Von hier aus wieder so. Reißen die Ecke da unten wieder ab. So. Da könnt ihr wieder eure Häuser errichten. Beziehungsweise wird das hier alles zum Wohngebiet natürlich. Und das hier auch alles. So. Also haben wir jetzt auch... Was ist das hier? Was soll das denn darstellen? Weiß nicht, mehr egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Bahnhof. Nee, hätten wir nicht da einbauen können. Also jetzt können Leute über Züge herkommen. Nicht genügend Einkäufe für mittleren EK, also Gewerbe? Nee, Einkommensdingens. Nicht genügend Käufer, also das hier. Also brauchen wir davon mehr, theoretisch. Was willst du denn? Wirtschaft ist von der Wirtschaft Totalfahrt mitgerissen. Unternehmen Sie etwas. Was ist das denn? Wir machen noch 12.000 Gewinn. Stellen Sie mehr Jobs zur Verfügung. Geschafft. Was war das andere? Stellen Sie mehr Unterkünfte zur Verfügung. Ja, das läuft jedoch ständig, wie man da zum Beispiel gerade sieht. Funktioniert doch gerade alles. Da ist doch auch gerade ein Upgrade am Gange. Ich sitze hier doch nicht tatenlos rum. Und wenn wir gerade mal dabei sind, gab es hier doch irgendwo Grundstückspreiskarte? Die ist da zum Beispiel gerade extrem riesig, deswegen upgraden die sich ja gerade auch. Wie war das mit der Technologiekarte? Die ist überall extrem kacke. Die Wohngebietskarte, die sind sehr zufrieden, oder viele sind zufrieden zumindest. Gewerbegebietskarte, Bevölkerungskarte. Gewerbegebiet. Okay, einige Touristen unterwegs, oder was? Oh, eine Menge Touristen unterwegs. Ich komme hier gerade.